Die Ballade vom Pferd. Erzählt und gesungen von 10 Hummeln, die sie selbst erlebt haben, jeder ein Stück. Hinter einer ganz dichten Weißdornhecke im Land des Menschenkönigs liegt eine versteckte Weide. Dort wächst das Gras so hoch wie Korn und die Gänseblümchen sind so groß wie Kornblumen. Auf dieser Weide graste ein Pferd. Das hatte eine samtweiche Nase und goldene Hufe. Doch es war traurig, weil es immer allein war. »Was habe ich von meinen goldenen Hufen in dem hohen Gras?« sagte es zu sich. »Niemand sieht sie, und es ist auch gar niemand da, der sie sehen könnte.« Eines Tages begann es laut zu wiehern, zu stampfen und mit dem Schweif um sich zu schlagen, und auf einmal setzte es sich in Galopp. Es galoppierte über die ganze Weide bis zur Weißdornhecke. Aber anstatt dort umzukehren, tat es einen gewaltigen Sprung über die dornige Hecke, und weg war es von der Weide. »Wer trägt die goldenen Hufe, die Hufe aus purem Gold? Pur, 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 purre, die Hufe aus purem Gold. Wer hat eine samtweiche Nase, eine Nase so sammet, so weich? Sam, 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 Nase, eine Nase so sammet, so weich«, sang der Hummelchor. Und dann erzählte die zweite, Marco, was sie wusste. Am nächsten Morgen erschien ein Bote auf der versteckten Weide. Es war ein Schwan. Der fragte, wo das Pferd mit den goldenen Hufen sei. »Weggelaufen«, antworteten die Krähen und die Käfer, die es gesehen hatten. »Und über die Hecke gesprungen«, rief eine Hummel. Der Schwan schüttelte sein Gefieder. »Das ist schlimm, sehr schlimm«, murmelte er. »Das hätte nicht geschehen dürfen. Das Pferd mit den goldenen Hufen war für den König bestimmt. Ich war abgesandt, es zu holen.« »Davon hat es nichts gewusst«, sagten die Krähen. »Natürlich nicht«, antwortete der Schwan. »Es hätte Geduld haben müssen. Oh weh! Ich werde dem König melden, dass es weggelaufen ist.« Der Schwan schlug mit seinen großen Flügeln, stieß einen Schrei aus und flog würdevoll von dannen, während die zurückbleibenden Tiere ihm lange in den blauen Himmel nachstarrten. »Wer trägt die goldenen Hufe, die Hufe aus purem Gold? Pur, 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 purre, die Hufe aus purem Gold. Wer hat eine samtweiche Nase, eine Nase so sammet, so weich? Sam, 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 Nase, eine Nase so sammet, so weich«, sangen alle Hummeln, wobei sie mit den Flügeln ein summendes Geräusch vollführten, und die dritte, Bumm, tippelte vor und erzählte. Nachdem das Pferd über die Weißdornhecke gesprungen war, lief es in einem Fort weiter. Es galoppierte durch Felder, Wälder, es sprang über Hecken und Gräben und schwamm sogar durch einen Fluss. Endlich kam es auf eine Weide, wo andere Pferde grasten. »Wo kommst du her?« fragten die. »Ach, nur so, von nirgendwo«, antwortete das Pferd leichthin. »Nein, sowas. Habt ihr schon sowas gehört?« sagten die anderen Pferde und sahen einander an. »Nun, wenn du grasen willst, geh nur in die Ecke dort.« Sie zeigten auf einen kahlen Fleck am Graben, aber das Pferd wollte lieber bei ihnen bleiben und Freundschaft schließen. »Ich habe keinen Hunger«, sagte es und legte sich nieder, um auszuruhen. Da sahen die anderen, dass es goldene Hufe hatte. »Nein, so etwas! Habt ihr schon sowas gesehen?« riefen sie. »Pfui, der reiche Protz!« Und sie wieherten und machten Späße untereinander, wendeten ihm die Schweife zu und gingen ein Stück weiter grasen. »Wer trägt die goldenen Hufe, die Hufe aus purem Gold? Pur, 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 purre, die Hufe aus purem Gold.
Wer hat eine samtweiche Nase, eine Nase so sammet, so weich? Sam, 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 Nase, eine Nase so sammet, so weich, sang der Hummelchor. Und die vierte Hummel, Gnocktam, setzte die Erzählung fort. Am frühen Morgen kam der Bauernknecht Hannes, um die Pferde zu holen. Als er sah, dass ein neues dazugekommen war, kraulte er es zwischen den Ohren und strich ihm über die Nase. »Du bist ein schönes, braves, gutes Tier«, sagte er. »Komm du nur auch mit.« Das Pferd drückte seine Nase an den Kittel des Knechts und ging hinter ihm her. Die anderen Pferde folgten mit lautem Hufgeklapper den Weg entlang und wieherten dabei spöttisch: »Er darf immer in der Küche sein, er ist zu vornehm für den Stall. Er kann ja nicht einmal einen Wagen ziehen.« Aber da irrten sie sich. Das fremde Pferd wurde von den Mistkarren gespannt und Hannes ließ es den ganzen Tag ordentlich arbeiten. Erst als er es am Abend ausspannte und sich bückte, bemerkte er das Funkeln der goldenen Hufe. »Heiliger Strohsack«, rief Hannes. »Wer trägt die goldenen Hufe, die Hufe aus purem Gold? Pur, 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 pure, die Hufe aus purem Gold. Wer hat eine samtweiche Nase, eine Nase so sammet, so weich? Sam, 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 Nase, eine Nase so sammet, so weich«, sang der Hummelchor dreistimmig und schön im Takt. Die fünfte, die Wumm hieß, räusperte sich und erzählte. Zuerst wollte der Bauer das Pferd mit den goldenen Hufen verkaufen. Aber Hannes sagte, dass es ein gutes und starkes Tier sei. Da durfte es bleiben. Und sie wurden dicke Freunde, das Pferd und Hannes. Aber es durfte nicht in die Küche. Und als die anderen Pferde sahen, dass es auch hart arbeiten musste, hörten sie auf zu spotten, und bald unterhielten sie sich auch recht gut mit ihm, wenn sie untereinander waren, im Stall oder auf der Wiese. Das Pferd mit den goldenen Hufen war nicht mehr einsam wie früher auf der versteckten Weide und wäre gern für immer auf dem Hof geblieben. »Morgen wird gemäht«, sagte Hannes eines Abends und strich dem Pferd über die samtweiche Nase. »Eine feine Arbeit!« Doch in derselben Nacht wurde das Pferd von dem schlechten Mann Geck gestohlen, der ihm Lappen um die Hufe band und es aus dem Stalle zog. »Wo sind die goldenen Hufe, die Hufe aus purem Gold? Pur, 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 pure, die Hufe aus purem Gold. Wer weiß von der samtweichen Nase, der Nase so sammet, so weich? Sam, 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 Nase, von der Nase so sammet, so weich«, sang der Chor traurig, und die sechste Hummel, Krenami, fuhr fort. Der schlechte Kerl Geck brachte das Pferd in eine einsame Scheune, wo der Schmied mit einer großen Zange bereitstand, um ihm die goldenen Hufe abzuziehen. Aber das ging nicht so leicht. Je mehr sie zogen und zerrten, desto wütender wurden sie. »Heb deine Füße, verfluchtes Tier!« schrien die Männer und versuchten es immer wieder, einmal am linken Vorderfuß, dann am rechten Hinterfuß. Aber die goldenen Hufe saßen so fest wie eine Mauer. Dann zerrten sie gemeinsam an der Zange, so sehr sie konnten, bis die Zange abglitt und sie miteinander rückwärts gegen die Wand fielen. Das Pferd bäumte sich, dass seine Hufe nur so funkelten im Mondenschein. Und da kriegten es die Männer mit der Angst zu tun. »Lassen wir es«, sagte Geck, »ich werde es so verkaufen.« Und er brachte es zu einem reichen Herrn. »Wo sind die goldenen Hufe, die Hufe aus purem Gold? Pur, 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 pure, die Hufe aus purem Gold. Wer weiß von der samtweichen Nase, der Nase so sammet, so weich?
Sam, 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 Nase, von der Nase so sammet, so weich, sang der Chor in einer tiefen Tonlage. Dann setzte sich Hui vor den König und erzählte weiter. Der reiche Herr ließ das Pferd in einen Stall bringen, wo drei Knechte es sogleich zu putzen begannen, bis zu den Hufen und dann die Hufe selbst, dass sie blitzten und funkelten wie Edelsteine. Dann ward es auf eine Terrasse geführt, wo viele reiche Herren und Damen saßen. Es musste vor ihnen die Beine heben, eins nach dem anderen, um die goldenen Hufe sehen zu lassen. Und nachdem jeder großartig gesagt hatte, wurde es wieder in den Stall geführt. So ging es viele Tage, bis es an einen anderen reichen Herrn verkauft wurde. Der brachte es in einen Saal, dessen Boden mit weichen Teppichen belegt war und an dessen Wänden die schönsten Gemälde hingen. »Kommt, mein einzigartiges Pferd ansehen«, rief der Herr seinen Freunden zu und führte sie in den Saal. Aber da stand der magere, knochige Gaul des Gemüsehändlers, der die zwei Pferde schnell und heimlich vertauscht hatte, weil er ein starkes Tier für seinen Karren brauchte. Das Pferd mit den goldenen Hufen musste wieder einen Karren ziehen, aber niemand erkannte es, seine Hufe waren rabenschwarz. Wo sind die goldenen Hufe, die Hufe aus purem Gold? Purpure, die Hufe aus purem Gold. Wer weiß von der samtweichen Nase, der Nase so sammet, so weich. Sam, 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 Nase, von der Nase so sammet, so weich, sangen die Hummeln. Und wie das gekommen war, erzählte Zenstel, die achte von den zehn. Der Gemüsehändler hatte die goldenen Hufe mit Pech angeschmiert, so dass sich niemand mehr nach dem Pferd umsah. Jahrelang ging es vor dem Karren, wurde getreten und geschlagen, von Fliegen gestochen und von Kindern geneckt und schlief nachts in einem schmutzigen, zugigen Stall. Es wurde traurig und hielt den Kopf immer gesenkt, so dass es nicht einmal mehr aufsah, als eines Tages Trompetengeschmetter ertönte. Es waren Herolde des Königs, die des Weges kamen, um das Pferd mit den goldenen Hufen zu suchen. Aber sie zogen vorüber, ohne auf das Bauernpferd zu achten. Wieder ging ein Winter vorbei. Doch in dem folgenden Sommer wurde es eines Abends auf eine kleine Weide gebracht, die schon ganz abgegrast war. Müde ging es umher, auf der Suche nach einem Büschelchen Gras, und bemerkte nicht, dass jemand an die Hecke herangetreten war. Ein leises Pfeifen und eine Hand mit einem Stück Zucker schob sich durch das Gezweig, und da kam das Pferd vorsichtig näher. Es schnupperte, nahm den Zucker, ließ sich kraulen, drückte seine Nase an die Schulter des Mannes, und da schien es sich an etwas zu erinnern. Mit einem Mal summte der Fremde. Wer trägt die goldenen Hufe, die Hufe aus purem Gold? Purpure, die Hufe aus purem Gold. Bevor noch der Hummelchor die zweite Strophe begonnen hatte, fuhr die neunte Hummel, Bilibin, schon in der Erzählung fort. Es war Hannes, der Bauernknecht, der von den Herolden gehört hatte, dass der König das Pferd mit den goldenen Hufen suchte. »Wie siehst du denn aus?« rief Hannes, aber er umarmte das Pferd dennoch. Dann nahm er es mit in den Stall, um es gründlich zu putzen, mit gutem Hafer zu füttern und das Pech von seinen Hufen zu kratzen. Nach einer Woche war es wieder stark und schön. Noch schöner als früher und hielt den Kopf stolz erhoben. Dann legte ihm Hannes ein neues Geschirr an, führte es hinaus und rief jedem zu, dass er das Pferd mit den goldenen Hufen gefunden habe und es dem König bringe. In einem festlichen Zug mit Trompetenbläsern und Trommelschlägern, gefolgt von Kindern, die nach dem Takt der Musik Pfannendeckel gegeneinander schlugen, zogen sie zum Palast.
Der König stand im Schlosshof und wartete. Hannes überreichte dem König die Zügel und alles jubelte: Hurra dem König und Hurra dem Pferd! Die Hummeln begannen zu tanzen und in ihrer Mitte stand Biritulla, die Zehnte, und erzählte den Schluss. Es kam ein Lakai mit einem goldenen Schweif in der Hand, den er über den echten Schweif band. Dann bestieg der König das Pferd und machte einen Rundritt durch die Stadt, wobei Hannes das Pferd am Zügel führte, und rechts und links an den Straßen standen Haufen jubelnder Menschen. »Jetzt weiß ich, warum ich goldene Hufe habe«, dachte das Pferd bei sich. Zum ersten Male fühlte es sich glücklich und nieste fröhlich durch seine samtene Nase. Aber sein goldener Schweif war nicht echt, und das war gut, denn jetzt spürte es nicht, wenn die Straßenjungen daran zogen. Der Tanz der Hummeln wurde immer feierlicher, und während sie mit ihren Flügeln so etwas wie einen Trommelwirbel dazu schlugen, sangen sie zum Abschluss mit ihren schönen, tiefen Bassstimmen noch einmal: Wer trägt die goldenen Hufe, die Hufe aus purem Gold? Purpurpurpurpurpure, die Hufe aus purem Gold. Wer hat eine samtweiche Nase, eine Nase so sammet, so weich? Sam, 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 Nase, eine Nase so sammet, so weich. Bravo, rief König Manzulein, als die 10 Hummeln geendet hatten. Eine schöne Ballade. Welcher König war das eigentlich? Die Hummeln antworteten: Das war Bossor, der Menschenkönig, Majestät. Ach, murmelte Manzulein, den möchte ich gerne wiedersehen. Und er schwieg lange, in Erinnerungen versunken. Unterdessen horchte der Hase geschwind unter dem Bart nach dem Herzen. Ich glaube, es sitzt jetzt besser, flüsterte er den anderen Tieren zu. Es geht ein klein wenig regelmäßiger. Plötzlich sprangen alle miteinander auf. Der Wolf hatte gegähnt. Ich gehe ins Bett, brummte er und funkelte die Hummeln mit seinen grünen Augen an. Ihr summt doch hoffentlich nicht im Schlaf. Nein, 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 summten die Hummeln laut, und mit einem Mal flogen sie alle auf und setzten sich jeder auf einen Finger des Königs, um ihm gute Nacht zu sagen, dass es aussah, als hätte der König 10 Ringe mit großen Steinen an den Fingern. Mit dem Gute-Nacht-Sagen hatten sie ein gutes Beispiel gegeben. Der Wolf stieß mit seiner Nase an Manzuleins Knie, bevor er ins Gästezimmer ging. Das Eichhörnchen piepste: Schlaft gut, bevor es in den gläsernen Saal zwischen die Geranien schlüpfte. Das Kaninchen Icke drückte seinen Kopf an einen Pantoffel des Königs und hoppelte zum Büchersaal. Die Ente sagte: Quack, gut Nacht, und watschelte in den Liliensaal. Das Schaf aber rief unter dem Bart des Königs hervor: Ich bringe euch auf meinem Rücken zu Bett, Herr König. Quiekel, zirpte es ganz leise, ebenfalls aus dem Bart heraus. Ich werde jetzt bummfest schlafen. Wünsche wohl zu ruhen, Herr König. Das war der Käfer, der sich noch einmal zwischen den Schaffelllocken umgedreht hatte. Der Löwe trat vor, legte seinen Kopf in den Schoß des Königs und machte Husi durch die Nase. Schlaf gut, Löwe, sagte Manzulein, kraulte ihn zwischen den Ohren und strich ihm die Mähne glatt. Darauf stieg das gewaltige Tier in sein Turmkämmerchen hinauf, und die Quaste seines Schwanzes schlug klapp, klapp, klapp über die 99 Stufen. Zuletzt sagte der König: Hase, bring die Hummeln in den Gartensaal, dort können sie in den Blumen schlafen. Während die Hummeln summend und brummend hinter dem Hasen herflogen, ritt König Manzulein auf dem Schaf ins Bett. Es sah aus, als reite er auf seinem eigenen Bart, und ein Schafskopf sei daran angewachsen. Hoch oben im kahlen Norden wartete der Wunderdoktor durch einen eiskalten Bergbach.
Er hatte einen Ausweg aus der Schlucht gefunden, aber 2 Tage Zeit verloren.